Agent York. Ich habe noch mehr Böse gefunden. Schon wieder der Kokadenspecht. Ach so, warte mal. Was, der Kokadenspecht? Redet über den nicht auch die ganze Zeit hier, Dingsy? Naja, in der Hütte vor der Zuckerrohrplantage, da habe ich sie gesehen, um darin Nester zu bauen. Nein, nicht Galina. Galina ist doch die Mama von Lys und die Tochter von Mr. Clarkson. Käfer und Larven und so. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, von was sie da gerade reden. Zack, stell dir mal vor, es gäbe plötzlich keine Ameisen mehr auf der Welt. Das wäre eine Tragödie. Nein, Galina war da nicht. Da waren andere. In der Hütte von der Zuckerrohrplantage, da sind die Bösen. Da sind ganz viele rote Geister. Und ganz innen drin ist noch ein Ding. Bitte, bring mir das Ding. Dann weiß ich, dass du die bösen Geister weggemacht hast. Ich gebe dir auch ein Geschenk dafür. Okay, die Ameisen, Bären und Kokadenspechte würden aussterben. Und das wiederum würde wohl das Ende für Chuck... Sag mal, redet Francis York Morgan hier den richtigen Dialog? Oder ist das irgendwie der falsche Dialog, der eigentlich woanders hingehört? Und das wiederum wäre wohl das Ende für Chucks Spezialtouren bedeuten. Unmöglich wäre es nicht. Er wüsste ja auch, dass nachts die roten Schatten erscheinen. Ach so, okay, dann passt es doch wieder. Oh Gott, aus seiner Ausdrucksweise erschließe ich, dass er vielleicht weiß, was passiert ist, ohne es selbst mitgesehen zu haben. Ich gewinne langsam den Eindruck, dass Avery über eine besondere Gabe verfügt. Und ich wüsste wirklich gerne, was dieses Ding sein soll, das er haben will. Ich schätze, wir sollten die Zuckerplantage noch einmal unter die Lupe nehmen. Ich hätte nichts dagegen, nochmal in diese Sci-Fi-Welt einzutauchen. Bessere Unterhaltung findet man jedenfalls in der ganzen Stadt nicht. Ja, dann machen wir doch das. Ist okay. Ich wollte ja eh nebenquesten. Das ist doch super. Dann fahren wir nochmal zur Zuckerplantage. Wahrscheinlich muss ich jetzt den ersten Dungeon einfach nochmal machen. Vielleicht mit neuem Boss oder so, das wäre cool. Aber auf jeden Fall ist der eh schnell erledigt. Vor allem jetzt mit unserer neuen Waffe. Da hatte ich ja noch die Standardwaffe so ziemlich beim ersten Mal. Mit der neuen Waffe dürfte das wie nix gehen. Ratzefatze. Ich wollte sowieso schon lange unsere Magnum-Munition jetzt ausprobieren. Ich hoffe, die ist super awesome. Wo ist denn das UFO, das hier eigentlich immer ist? Ah, da vorne. Okay. Ein gewöhnlicher Teller. Hallo, Elefantenjagdverein, wie geht's? So, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt da der gleiche Dungeon wieder ist oder ob da was anders ist oder was überhaupt los ist und was für ein Ding wir holen sollen. Wer oder was oder wie oder warum? So viele Fragen. So viele wie Fragen wie rote Blätter im Wind. Ja, okay, dann los. Ab in den... Wie heißen die in dem Spiel? Rift. Heißen die Rift Fade? Nee, irgendwie... Upside Down halt einfach. Was weiß denn ich? Die erste Staffel von Stranger Things war schon cool. Danach wurde es immer mehr zum Nostalgie-Money-Grab. Ich mochte die anderen Staffeln auch gerne, aber die erste Staffel war halt echt cool. So ein bisschen Silent Hill irgendwie. Und so ein typischer 80er, 90er Jugend-Abenteuerfilm.
Das war eine coole Kombination. So super stark kommt mir das jetzt gar nicht vor. Ich weiß gar nicht, was die Magnum-Munition jetzt eigentlich macht. Vielleicht hat die Durchschlagskraft. Vielleicht kann ich jetzt bei den Türhainis auch in den Rücken schießen. Ich weiß nicht, ob im ersten Dungeon schon Türhainis vorkommen. Bin ich mir nicht sicher. Weil so ist die jetzt nicht unbedingt super gut, finde ich. Ah, ich habe die falsche Konfiguration. Ich habe mein Scharfschützengewehr, meine super genaue Waffe, die ganze Zeit ausgerüstet gehabt. Die ist natürlich nicht so gut. Jetzt habe ich meine Magnum ausgerüstet. Dadurch, dass alle Waffen quasi gleich aussehen oder auch gleich sind irgendwie, habe ich das jetzt nicht gecheckt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt treffe ich nicht mehr. Ah, nachladen. Oh. What? 500 Schaden. Okay. What? Das ist total irre, 500 Schaden. 25 habe ich mit der anderen gemacht zum Vergleich. Mein Gott. Ich glaube, damit kill ich die Bosse jetzt mit einem Schuss oder so. Mein Gott. Ist das jetzt eine irre Waffe. Holy shit. Das ist mal cool. Die Waffe war ohnehin schon stark, aber jetzt dieser Magnum-Weihrauch-Kette, diese Kette, eine Magnum-Kette ist es, die wir an unseren Altar aufgehängt haben. Die haut rein. Mein Gott, das finde ich jetzt gerade richtig cool. So, ich hoffe, ich kann ja einfach durchlaufen und muss mich nicht irgendwie genau umsehen. Weil ich vorhabe, bis zum Schluss einfach relativ durchzulaufen und mich nicht genau umzusehen. Genau, jetzt müssten wir in der Scheune sein. So weit, so gut. So viel Schaden, ey. Mein Gott. Ob das Absicht ist? Weil es kommt mir so vor, als wäre das Balancing total kaputt. Irgendwie. Und ich kann theoretisch, wenn ich meinen Altar verbessere, noch eine Kette aufhängen für diese Waffe. Ich glaube, eine geht noch, wenn mich nicht alles täuscht. 4 Ketten. Das heißt, wir können die sogar nochmal irgendwie in irgendeiner Form ein bisschen boosten. Oh, hallo. Ich weiß aber nicht, warum Francis York Morgan hier diese Welt hier vorher als Science-Fiction-Welt bezeichnet hat. Sehr Science-Fiction ist das für mich irgendwie nicht hier. Ja. Ich
glaube, dass die Snap rufen, oder? So von wegen Schnippschnapp, Snap. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die immer noch sehr laut. Der Patch, der jetzt heute kam, hat nämlich angeblich auch das Balancing der Lautstärke angepasst. Das Skateboarden ist tatsächlich leiser geworden, das ist mir aufgefallen, aber die sind immer noch ziemlich laut. Die hätten eigentlich auch, also laut Patch Notes, sollen die eigentlich auch leiser sein. Ja, man weiß es nicht. Irgendwie sowas. Geheimgang. Ja, man weiß es nicht. Ist schon ein ganz schöner Trip hier. Aber das war ja schon im ersten Teil sehr mysteriös, was genau diese Shooter-Passagen eigentlich sind und wie die überhaupt reinpassen in das Ganze. Aber ich bin schon froh, dass der zweite Teil mehr Adventure ist und weniger Survival-Horror. Die Adventure-Parts waren schon immer die Stärken von Deadly Premonition. Ich meine, das hier kann man eigentlich kaum noch als Survival-Horror bezeichnen, oder? Aber ich meine doch, die Elemente von Survival-Horror sind da. Begrenzte Munition, begrenzte Heilung, schon irgendwie so ein verspultes Horror-Szenario. Es ist schon irgendwie Horror. Survival. Also diese Passagen hier. Aber in erster Linie ist es ein Action-Adventure. Beim ersten war der Survival-Horror-Aspekt schon noch irgendwie so eher 50-50, würde ich sagen. Wenn nicht sogar mehr. Na, dann schauen wir mal, ob jetzt ein Bosskampf kommt oder was genau ich jetzt hier... Irgendwas soll ich hier holen oder so. Das Ding am Ende. Ah, hier liegt was. Das ist es. Okay, der Splitter von Galinas Herzen. Das ist wahrscheinlich das, was ich hier aus der Anderswelt holen soll für ihn. Für den großen Kerl. Es ist 9:15. Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Weil ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt die nächste Hauptquest machen, dass wir dann schon langsam das Ende anstoßen. Und das kann sich theoretisch vielleicht ewig ziehen und super lang sein. Und deswegen bin ich unsicher, ob wir das jetzt machen. Aber ich überlege, ob wir, das machen wir, falls das wirklich so ist, dass jetzt dann gleich Ende um Ende kommt, ohne irgendwie mal Speicherpunkt oder guten Punkt, um Schluss zu machen, machen wir heute länger und dafür am Donnerstag dann kürzer. So machen wir es, glaube ich. Da muss ich mir jetzt nicht so viel, dann können wir jetzt gemütlich auch die Hauptquest starten noch. Aber wenn ich mich beeile, finden wir jetzt vielleicht unseren großen Freund noch bei den Müllcontainern. Der steht da bestimmt bis 14 Uhr. Avery heißt er, glaube ich. Thank you.
Du hast sie weggemacht. Ich habe es gewusst. Du bist ganz, doch ganz stark. Hier ist ein Geschenk für dich von mir. Braune Wurzel. Was brauche ich denn bitte eine braune Wurzel? Aber das war doch Ehrensache, Avery. Sag mal, warum weißt du eigentlich so gut Bescheid über die roten Geister, meine ich? Wenn ich Heier mache, kommen sie und schauen mich an. Das klingt nach einer Schlafparalyse. Dann kann ich mich nicht bewegen. Das klingt wirklich nach einer Schlafparalyse. Ich hasse sie. Das heißt also, du kannst durch deine Träume irgendwie ihre Präsenz wahrnehmen. Stimmt das? Präsenz? Was bedeutet Präsenz? Ich weiß nur, dass sie böse sind. Das kann ich spüren. Wenn sie noch mehr böse Geister finde... Nee, wenn ich noch mehr böse Geister finde, sage ich dir Bescheid. Und dann machst du sie weg. Zack, ich glaube, er missversteht ein wenig, wer und was wir sind. Nur ist es wohl leider vergebliche Lebensmühe, ihm all das zu erklären. Vielleicht ist es am besten, wenn er uns weiterhin für Monsterjäger oder etwas Ähnliches hält. Jörg, ich habe gesehen, die bösen Geister sind wieder da. Der das Innere ihres Schädelknochen komplett umrundet. Ne, warte mal, jetzt sind wir schon wieder beim falschen Dialog. Das gehört zu dem Spechdialog eigentlich. Irgendwas stimmt hier nicht, aber gut. Dass er das Innere, ich lese es einfach vor, wie es da steht, dass er das Innere ihres Schädelknochen komplett umrundet. In der Villa von Mr. Clarkson, es ist ganz schrecklich da. Und ganz innen im Haus von Lees ist wieder so ein Ding. Dabei diente er als zusätzlicher Polster, um den Specht beim Picken vor Gehirnerschütterungen zu schützen. Das ist wirklich, der hat die falschen Dialoge hier. Der Eagle Creek Fall. Eine kleine Ortschaft in der Nähe von Portland, wo ich einmal in einem Mordfall ermittelt habe. Ja, genau. Das passt, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du die bösen Geister da wettmachst, ist Lies bestimmt ganz froh. Bitte, bring mir das Ding. Dann weiß ich, dass du die bösen Geister weggemacht hast. Ich gebe dir auch ein Geschenk dafür. Dem Opfer wurde die Zunge herausgeschnitten und durch ein Loch im Hinterkopf wieder eingeführt. Ich dachte erst, der Täter, dass die Tat einen sexuellen Hintergrund hatte, aber das war ein Irrtum. Der Täter hatte sich einfach einen Artgenossen gewünscht. Es stellte sich heraus, dass der Täter sich für einen Specht hielt. Er hatte sich die Lippen abgetrennt und sich stattdessen einen Schnabel aus Edelstahl angenäht. Mit diesem Schnabel pickte er auch das Loch in den Hinterkopf seines Opfers, wie ein echter Specht. Weil Spechte picken auch ganz gefährlich, ganz gefährlich. Spechte sind berühmt dafür, Löcher in die Hinterköpfe von Menschen zu picken. Und das kann schnell überaus unangenehm werden. Er hat noch nicht einmal bemerkt, dass die Frau längst tot war, als er die Zunge abgeschnitten hat. In dem Film namens Schwerverbrecher an einer tödlichen Gladiator... Warte mal. Jetzt ist er wieder in einen anderen Dialog gesprungen, glaube ich. Was ist denn hier los? In dem Film nehmen Schwerverbrecher an einer tödlichen Gladiatorenspielshow teil, um eine Begnadigung zu gewinnen. Wirklich, irgendwas stimmt nicht. Das springt von einem Dialog in den nächsten. Arnold Schwarzenegger. Wie heißt der Running Man? Heißt der Running Man? Der Film, um den es geht. Arnold Schwarzenegger wird unschuldig verurteilt und muss gegen vermeintliche Champions der Gerechtigkeit kämpfen. Perfektion. Ein perfektes, hyperrealistisches Meisterwerk. Nach dem Film waren wir beide sofort einer Meinung. Wenn wir verurteilte Kriminelle wären, würden wir ohne zu zögern an so einer Spielshow teilnehmen. Sub-Zero, Buzzsaw, Dynamo und Fireball. Ich kann mich an die alle erinnern. Ein cooler Film. Total trashig und cool. Und nicht zu vergessen, Captain Freedom.
Klingt das nicht nach einem Riesenspaß? Ein Duell gegen solche Kämpfer ist genau das, was ich mir von einem Vergnügungspark wünschen würde. Das wäre mal ein echter Science-Fiction-Vergnügungspark. Für Schwerverbrecher ist sowas doch viel zu schade. Ich war damals sowas von neidisch auf Arnold Schwarzenegger. Aber Zack, wer hätte das gedacht? Jetzt ist dieser Traum doch noch in Erfüllung gegangen. Klar, wir haben einen Fall aufzuklären, aber ein bisschen Ablenkung hin und wieder schadet auch nicht. Stimmt doch, oder Zack? Ich weiß nicht genau, wo der Dialog herkam, aber... ja. Aber im zweiten Teil gibt's Autosave. Man kann zwar nicht speichern immer, wo man will, nur an Telefonen. Das ist vielleicht auch so ein Survival-Horror-Relikt. Aber Autosave gibt's in dem Spiel und der speichert sehr häufig. Da geht eigentlich nicht viel verloren. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass man nicht jederzeit immer speichern kann, weil man sich in dem Spiel halt durch diverse Bugs auch schnell mal in eine Sackgasse speichert, aus der man nicht mehr rauskommt. Na, dann machen wir die Quest jetzt auch noch. Mal kurz was schauen. Moment. The Running Man. Genau, The Running Man heißt der Film, um den es gerade ging. Der ist cool. Der ist cool. Oder man speichert in den Bug rein. Ja, genau, eben. Das kann eben gern mal passieren. Ich meine, ich hatte ja auch schon diesen überaus seltsamen Bug, der auch nicht mehr rückgängig zu machen ist, und ich hoffe, der wird hinten raus nicht ein Problem, dass das erste Album quasi gelöscht wurde. Das gilt jetzt nicht mehr als vervollständigt, obwohl das vervollständigt war, sonst hätte ich Album 2 gar nicht bekommen. Und ich kann Album 1 jetzt auch nicht nochmal vervollständigen, weil jetzt habe ich Album 5 und kein anderes mehr, quasi. Ich hoffe, dass am Schluss dann das Spiel trotzdem erkennt, dass wir quasi eigentlich alle Alben abgeschlossen haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das war zum Beispiel so eine Safe Game Corruption, die da irgendwann mal passiert ist, die ich zu spät bemerkt habe. Deswegen habe ich nicht nochmal einen älteren Spielstand geladen. Na dann, machen wir den zweiten Dungeon wahrscheinlich auch einfach nochmal. Der ist, glaube ich, ein bisschen länger als der erste, ne? Aber mit unserer neuen Waffe können wir uns da ziemlich durchspießen. Ich wollte jetzt Boxen und Schießen gleichzeitig sagen. Und dann wird Spießen draus. Oder Schocksen. Dramatische Musik. Keiner weiß warum. Konzentration, okay. Ich bin jetzt echt bei den Türgegnern gespannt. Ob ich die jetzt auch von hinten auf die Tür erschießen kann. Nee, da halten sie dann doch zu viel aus. Naja, trotzdem relativ unproblematisch das Ganze hier.